So, ich wollte gerade mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich hier eben so einen Test erstellt zum Thema Addition und Subtraktion von rationalen Zahlen. Und das ist mein zweiter Zugang, den ich mir angelegt habe, wenn ich den Test durchführe. Dann ist das also nur eine Frage, die bearbeitet wird. Und das dauert ein bisschen, bis das GeoGebra geladen ist, glaube ich. Wenn es geht. Ach, hier haben wir es. Also ein paar Informationen oben drüber. Und jetzt geht es darum, dass halt hier Aufgaben sind, die gerechnet werden müssen. In dem Fall muss man immer ein Vorzeichen angeben. Das wäre jetzt also hier minus 26. Und nach der ersten Aufgabe kommt dann eine Bewertung, wie viele Punkte hat man, im Sinne dann halt von wie viel Prozent ist quasi richtig. Hier 2 von 2 richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Fehler mache oder auch das Vorzeichen vergesse, kriegt man dann halt gezeigt, wie es richtig ginge erstens mal, also beziehungsweise was die falsche Eingabe war, weil die Schüler wissen meistens nicht mal, was sie eingegeben haben, und so haben sie nochmal die Chance, sich das anzuschauen, und sie kriegen eben da eine Anzeige. Und ich mache mal gerade eine Pause, eine ganz kurze Pause in der Aufnahme und rechne mal weiter, sodass ich also bei 20 Aufgaben bin, und dann zeige ich mal, was dann passiert. So, ich bin jetzt bei 19 gelösten Aufgaben. Ich habe zwischendurch alles richtig gehabt. Und dann wird die Anzeige wieder auch grün, wenn man bei 95% ist. Und wenn ich jetzt nochmal einen Fehler mache, zum Beispiel minus 12, dann wird es halt wieder rot. Und dann ist das Ganze fertig. Ne? Man könnte im Prinzip ja auch noch das ausblenden, die nächste Aufgabe. Wenn der Schüler will, kann er natürlich einfach nochmal anfangen, das nochmal machen. Ansonsten wäre das eben Versuch beenden. Und dann kommt ja irgendwie eine Rückmeldung. Ich weiß gar nicht. Achso, nee, das ist Abgabe, nicht wahr? Also hier kriegen die Schüler dann ja noch eine Rückmeldung. Ah, ja, okay, du sollst noch ein bisschen üben. Okay. So, das ist also die Rückmeldung, die der Schüler dann hier bekommen hat. In der Lehreransicht sieht das so aus. Da habe ich hier schon als Lehrer probiert und ich habe selber gerade ausprobiert. Ich bin nicht so geübt in diesen Tests. Das war das hier das? Genau. Und unter Einstellungen. Und da habe ich dann eben hier, wo haben wir es? Weiter unten habe ich ja hier die Variablen, die zufällig verändert werden sollen. Und da stecken eben die ganzen Sachen drin, die ich hier drin brauche. Und dann ergibt das, je nachdem, wie gut das ausgefallen ist, dann, dass ich verschiedene Variablen habe, die dann eben anzeigen, ob das gut oder schlecht war. Und je nachdem, wie gut oder schlecht war, kommt dann hier die entsprechende Bemerkung. Also zum Beispiel hier, das war hier ungenau. Das heißt weniger als 95%. Ich glaube, du sollst noch ein wenig üben. So, und das geht vom Prinzip her eigentlich ganz gut. Man muss halt die Apps ein bisschen vorbereiten. Wäre natürlich toll, wenn das irgendwie noch einfacher ginge. Also, dass man die Sachen, die man dann beim Erstellen eines solchen Tests, der halt mehr als nur eine einzelne Aufgabe immer anbietet, wenn man da ein bisschen unterstützt werden würde. Also indem so bestimmte Dinge einem vielleicht abgenommen werden, wie welche Variablen braucht man. Das müsste man aber natürlich dann mehr in GeoGebra machen, als also das geht dann hier ja nicht mehr. Ja, soweit meine Idee. Ich würde eben mal eine Anleitung erstellen, wie ich zum Beispiel so ein vorhandenes GeoGebra-Arbeitsblatt, von dem ich eben noch mehr habe, wie ich das Ganze dann anpasse, dass es hier so als eine Mehrfachaufgabe verwendet werden könnte.